So, also wir haben jetzt unten die Ablassschraube schon weggemacht. Was jetzt ja wie vorhin schon angesprochen ist, wir haben bei den Motoren, jetzt zum Beispiel beim YX, haben wir insgesamt zwei Filter und ein Sieb. Also so gesagt drei Bauteile, wo das Öl einigermaßen gut filtern. Wenn ihr jetzt den, also wir haben jetzt das komplette Öl rausgelassen. Wenn ihr nur über die Ölablassschraube das macht, kriegt ihr nie immer alles raus. Also ihr werdet es gleich sehen, ich mache jetzt auf der anderen Seite den Ölfilter auch noch auf und da kommen immer noch Reste raus. Und vor allem, das ist der tiefste Punkt von dem Motor. Also die ganzen Ablagerungen, was du hast, hast du eigentlich immer dort. Genau, jetzt machen wir da mal auf. Da müsst ihr aufpassen beim Runtermachen und wieder drauf machen. Da ist eine Feder dahinter. Und jetzt schaut ihr nochmal, was da jetzt noch alles rauskommt. So, also da kommt richtig was raus. Siebfilter dann. Genau, du hast hier im Endeffekt nur ein Sieb, den auswaschen und dann einfach wieder ganz normal einsetzen. Du hast einmal Sieb hier, das zweite Mal Sieb hast du gesagt im Gehäuse und Genau. das dritte Mal ist ein richtiger Filter, der ist dann hier oben tatsächlich. Ja, genau. Aber beim Ölwechsel jetzt generell sagst du den auch auf und auf Auf jeden Fall jeden Fall, rauswaschen. Ja. weil du hast diese ganzen, ihr seht jetzt, es tropft immer noch, also da kommt jetzt Ja. wirklich ordentlich noch was raus. Diese ganzen Ablagerungen wirklich vom Getriebeabrieb etc. sind immer hier drinnen. Ja, der Deckel steht ja sogar übers Gehäuse noch ein bisschen unten raus, dieser Anguss Genau. hier. Also der ist wirklich so tief wie sonst Ja. nichts. Und das machen ganz viele nicht, die sagen sich, okay, Ölablassschraube wird für logischerweise Öl ablassen sein. Ja. Aber wenn du das wirklich richtig komplett leer haben willst und dass du alles raus hast, dann kommst du nicht drum rum und machst wirklich den Ölwechsel immer über diesen Filter. Also klar, andere Seite natürlich auf, aber hier auf jeden Fall immer den gleich rausmachen. Dann seid ihr da immer gut dabei, dass da komplett das ganze Öl draußen ist. Ich fand sie so lustig, mehr. Ja, wir haben gerade neue Ölkühlerschläuche gekriegt, beziehungsweise hier verpresst, weil nämlich das war wohl so, dass die Jungs ja auch ab und zu Ölkühlerschläuche haben nachmachen lassen und derjenige, der denen die Schläuche gebaut hat damals noch, hat dann halt gesagt, ja, das sind Wasserschläuche. Und ich dachte mir gerade auch schon, das sieht aus wie so ein Original. Kfz-Wasserschlauch, ja. Ja. Also das ist hier, das ist einfach kein Ölschlauch. Und da besteht dann halt irgendwann die Problematik, dass sich das mit der ganzen Hitze und der ganzen Vibration und dem Öl, das es ja eigentlich nicht verträgt, einfach die Fittings runterzieht. Das heißt, die sind eigentlich Müll und deswegen gibt es halt richtige Ölkühlerschläuche hier direkt auf jedes Motorrad drauf mit den passenden Anschlüssen für einen Motor und für einen Ölkühler. Die hängen wir dann nachher hier logischerweise rein. Aber nur das auch als Hinweis. Weil es ja auch manchmal heißt, ja, das Ding zusammenschrauben, aber wie gesagt, es kommt dann halt auf solche Sachen an, weil es da ein ums andere Mal schon passiert ist, dass einfach die Ölkühlerschläuche runtergezogen hat, die Original da drauf, also Ölkühlerschläuche, die eigentlich Wasserschläuche sind. Deswegen gibt es ja jetzt auch neue. Dann neues Öl im Motor, dann Hochzeit wahrscheinlich. Ja. Vor allem weißt du, du musst ja auch so sehen, du kannst die ja, wenn die normalerweise kommt, deswegen haben auch viele das Problem, dass du die sich zum Beispiel die Gabel anschrubben. Die bauen es original rein, dann ist das Rad zum Beispiel weiter drüben und dann kommt jedes Mal der Reifen und schrubbt dann da dran, beziehungsweise man hat ihn schon mal so weit, Ist ja auch scheiße. dass die Bremsscheibe so weit hochkommt. Weil durch das, dass sie einen ziemlich starken Federweg haben, Ja. kannst du es messen? Naja, nicht so unbedingt, aber so halbwegs und da passt. Also das hat auf jeder Seite jetzt so mit knapp 45 Grad bei. Von hier aus, von daher Genau. so gut. Lauftausche frei.
ist jetzt wieder einiges passiert. Also im Prinzip ist jetzt das Chassis soweit fertig, also Fahrwerk, Räder, Reifen und so weiter drin. Motor ist ja auch soweit durch, bis auf den Seitendeckel, und Flo macht jetzt gerade einen Del Orto Vergaser rein, weil nämlich, das haben wir in einem anderen Video schon mal besprochen, die Serienvergaser haben ja feste Flansche ohne Gummi und brechen dann teilweise. Und die Abstimmung ist, glaube ich, auch so ein Thema. Ne? Also von der Abstimmung sind die einfach wesentlich leichter halt. Da kann ich, wie schon im Video gesagt, von 140 Kubik bis 212 Kubik können wir da alles bedüsen mit einem Vergaser. Auch wenn du jetzt mal den Motor wirklich tauschen solltest, einen anderen Motor reinmachst, ruft ihr bei mir an, sagt ihr, was ihr für einen Motor habt. Und dann bedüsen wir den einfach anders und fertig. Der bleibt dann. Ist jetzt auch Flachschieber? Genau, Flachschieber. Und dementsprechend auch das Ansprechverhalten einfach schon um best verbessert. Was sind denn original dafür Vergaser drin? Weil Flachschieber hier? Ja, das sind halt so China-Rundschieber. Okay. Quasi Mikuni-Nachbauten, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, die meisten, wo wir schon ein Pitbike haben, die werden es auch wissen, dass die halt immer irgendwie zick machen. Mhm. Also sprich, laufen nicht richtig oder ja, da gibt es eigentlich so das, ja, was heißt größte Schwachstelle, kann man jetzt nicht sagen. Gibt es bestimmt noch andere Baustellen, aber das ist eigentlich das, was auch am meisten einfach nachgerüstet wird. Mhm. Weil die halt da, du fährst wohin, 400 Kilometer, stehst dann da und dann geht's los und die Karre läuft nicht. Ja. Genau. Gut, dann jetzt noch das, dann fehlt noch Deckel für die Lichtmaschine. Genau. Da kommen wir aber, glaube ich, nachher nochmal drauf. Genau, den lochen wir gleich. Ja, und dann eigentlich nur noch alles zusammenschrauben, andere Fußrasten, die Protektoren dran, und dann sind wir ja eigentlich fertig. Demnächst soweit, ja. Dann machen wir jetzt das fertig, dann machen wir das mit dem Deckel und dann geht's weiter. Ja, wir haben ja vorhin noch gesagt, dass wir den Lichtmaschinendeckel anbohren. Das hängt damit zusammen, dass die Lichtmaschinen im Rennbetrieb halt wohl relativ schnell den Geist aufgeben aufgrund Hitze. Deswegen bohren wir jetzt hier überall an, stirnseitig, damit der Motor halt einfach genug Luft kriegt, beziehungsweise die Lichtmaschine. Ist jetzt alles angezeichnet, es wird jetzt quasi nur noch nacheinander durchgebohrt. Und ja, in der Zeit passiert was noch. Was kommt jetzt noch? Ich mache jetzt gerade den Catch-Tanks. Ah genau, ja, dann kann man sich ja das vielleicht noch angucken, weil das Bike soll ja gleich für In- und Outdoor und so weiter fertig sein, also ready to race. Deswegen muss man auch die ganzen Catch-Tanks noch machen für den Tank und so weiter und so fort und für den Vergaser, damit da eben kein Benzin auf die Strecke kippt, wenn das Ding mal liegt. Das macht der Flo jetzt und ich mache hier weiter. Wir sind jetzt fast am Ende. Wir hatten, wie man Umgebungslicht sieht, auch jetzt fast den ganzen Tag gebraucht. Das lag aber auch daran, dass wir sehr viel geredet und sehr viel Sachen für zukünftige Videos rausgemacht haben, aber auch einfach nur gequatschen und Zeit gelassen haben. Letztendlich fehlt jetzt noch das Dekor, das liegt da hinten, das machen wir dann drauf. Das ist jetzt im Apex-Design und wir haben das Fahrwerk eingestellt. Das heißt, wir mussten ja erstmal schauen, wie viel Federweg das Ding generiert, um die Negativfederwege einstellen zu können. Also zumindest hinten, vorne sind die nicht einstellbar. Dazu haben wir das ganze Motorrad einfach mal zu zweit auf Block gedrückt, tatsächlich vorsichtig. Das haben wir dann genommen, haben die Negativfederwege und die Dämpfung eingestellt. Jetzt ist das auch alles ganz schön. Kann man vielleicht gerade mal hier so demonstrieren. Ist jetzt natürlich alles kalt, aber das funktioniert schon sehr gut. Das ist ja jetzt auch Fast-Ace-Fahrwerk. Vorne und hinten DNM. Der gebohrte Deckel ist jetzt dran. Die ganzen Catch-Tanks sind dran. Höhere Rasten sind dran mit Schaltumkehr jetzt hier. Ja, was ansonsten noch? Wir haben die Kettenflucht eingestellt, das alles noch angepasst. Jetzt fehlt noch als letztes Tüpfelchen, wie gesagt, das Dekor. Und um Indoor auch immer und überall fahren zu können, die Achsprotektoren. Die machen wir jetzt noch ran und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch und melden uns noch mit einem Abschlussclip, wenn das gleich soweit erledigt ist. Bis gleich.
wie man sieht, sind wir jetzt fertig. Wir haben jetzt noch alles gemacht, was wir vorhin wollten. Das war Dekor drauf und die Achsprotektoren dran. Jetzt ist er eigentlich bereit für den ersten Rollout. Was wir heute aber gesehen haben jetzt bei dem ganzen Thema, das sind ja jetzt wahrscheinlich vielleicht sogar zwei Videos, mit einfach mal, gut, wie gesagt, wir haben viel gequatscht, es waren viele Leute auch hier, angemeldet und unangemeldet, das war auch mega toll, dass wir jetzt das Ganze hier machen konnten und dass wir so viel Umgang hatten, aber geht wahrscheinlich wesentlich schneller, wenn keiner da ist, mit dem man labern muss, wenn man keine Videos machen muss, aber trotzdem gibt es halt schon zig Baustellen an den Dingern, die ich mir so jetzt auch nicht hätte vorstellen können. Das Hinterrad hat zum Beispiel vorne und hinten nicht gepasst. Wenn wir da keine Distanzen gehabt hätten, hätten wir was drehen müssen. Und die habt ihr halt alle da. Und gerade solche Kleinigkeiten sind es halt dann, die es ausmachen, warum man vielleicht, wenn man jetzt sagt, ja, ich baue das auch rein zusammen, an seine Grenzen kommt. Ja, was würdest du sagen? Eher, wem würdest du es zutrauen, zusammenzubauen? Und wo würdest du sagen, lasst's machen? Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, das ist immer so, das muss eigentlich jeder selber wissen, ob er sich sowas zutraut oder nicht. Aber es sind halt, wie gesagt, sehr viele Baustellen, wie du heute auch selber gesehen hast, wo du einfach drauf schauen musst. Wenn es einer noch nie gemacht hat und auch da kein Auge dafür hat, dann ist es sehr schwierig. Ich finde auch, wenn jetzt jemand nur einfache Werkzeuge halt daheim hat, und kein Schraubensortiment oder sowas, völlig aufgeschmissen wäre, ohne Schrauben dazu zu nehmen. Ja, das stimmt. Absolut unmöglich, die ganze Geschichte. Also es ist nicht so, dass man ein Lego-Kit kriegt und das zusammenschmeißt, sondern man muss schon sehr viel improvisieren und auch dran machen. Ja, also wir haben jetzt ja klar auch schon ein paar Schrauben ausgetauscht, wo wir schon jetzt mal öfters, sag ich mal, Probleme hatten. Aber wie gesagt, ich denke, es ist schon schaffbar, das selber aufzubauen, aber du musst einfach ein gewisses Auge dafür das Ganze haben. Auf jeden Fall. Radmittig, dann wie wir da mit dem Lenker schon gesehen haben, wenn man solche Sachen einfach, da gibt es halt welche, die stecken auf die Gabel durch, ja, das ist halt so, das geht unter Spannung ein bisschen rein. So, aber wenn man dann halt wirklich sieht, okay, wie könnte es eigentlich laufen und wie läuft es halt, wenn es nicht gemacht ist, das ist halt einfach der Unterschied. Und ich denke, dass viele das einfach wegen der Kohle sich dann sehen. Aber wenn du überlegst, ich weiß jetzt nicht ganz genau die Preise auswendig, aber du kriegst es ja quasi ohne Handguards, also wenn es in der Kiste kommt, ohne Reifen, ohne den Achsprotektoren und den ganzen Sachen. Ja, ja. Wenn du die noch alle dazu rechnest und das Bike kostet, glaube ich, ungefähr 500 Euro, sowas mehr, dann ist das eigentlich ein Scheißdreck. Weil, Schraube ja tatsächlich viel und gern, aber nachdem ich das jetzt gesehen habe, würde ich schon sagen, nachdem ich es gesehen habe, würde ich es wahrscheinlich vielleicht sogar selber probieren, aber auch nicht, wenn ich nicht eure Unterstützung dabei hätte. Genau, ich denke. Also, wenn ich das jetzt irgendwo daheim mache und habe nicht die ganzen Sachen griffbereit, wie Achsdistanzen, dann kotzt es mich schon so an, dass ich keinen Bock mehr habe. Ja. Deswegen selber zusammenbauen, ja, aber wenn dann hier bei euch, die nächste auch wieder. Ansonsten würde ich das zusammenbauen lassen. Ganz ehrlich, den Stress würde ich mir nicht geben. Und nicht, um jetzt irgendwie Werbung dafür zu machen, sondern wirklich, weil du kriegst was und gehst wahrscheinlich davon aus, das ist jetzt Baukasten, ich setze alles zusammen, so ist es aber nicht. Also wirklich. Vor allem, du musst ja, ihr müsst ja euch auch so immer denken, das Zeug kommt ja alles aus China. So, durch den Transport, wie du jetzt auch schon selber gesehen hast, geht meine Schraube verloren. So, jetzt fehlt dir nur von der Bremsscheibe zum Beispiel die Schraube. Dann stehst du bei dir daheim und denkst dir, okay, jetzt habe ich das Bike komplett gekauft, aber es fehlt zum Beispiel die Schraube. Und das ist ja nicht mal eine Schraube, die selbst ich jetzt auf die Schnelle daheim hätte, weil mit Bund, und so was Spezielleres. Das ist halt schon. Und das ist halt so, klar, so eine M6er Schraube oder sowas, verschiedene Längen, hat bestimmt irgendwie der mal da. Aber wie gesagt, so Bremsscheiben, Schrauben und sowas, das ist dann immer schon, wo du denkst, ja, okay, warum fehlt sowas? Hätte nicht sein müssen. Aber das ist einfach so. Das ist, egal bei welchen Marken, IMR, hast du das überall so. Ja. Dennoch vielleicht ein kurzer Überblick, was jetzt alles dran ist. Das ist eine Dream Speed, also Stahlrahmen. Wir haben einen breiteren Lenker drauf. Wir haben eine Formula-Bremsanlage drauf, also komplett. Fast-Ace-Gabel, DNM-Federbein. Wir auch schon volleinstellbar, also nicht standardmäßig. Wir haben höhere Rasten und Schaltumkehr, leisen Auspuff dran. Ja. Was sind für Mitas? Haben wir jetzt Soft vorne und hinten, glaube ich. Genau.
Und was haben wir sonst noch? Hast du CDI schon gesagt? Ah, genau, die CDI. Genau, ist die noch CDI, jetzt, wo Vergaser. Ihr Brezel begrenzt ist. Der Vergaser von Delorto. Ja. Plus natürlich die Modifikation hier an der Lichtmaschine, genau. Dass da genug Luft dran kommt. Ja, das war es jetzt eigentlich so grob an Setup, was hier dran ist. Und jetzt würde ich sagen, geht es eigentlich demnächst mal ans Fahren. Ich muss jetzt noch gucken, wie ich mir behelfe oder was ich mache. Oder wir müssen vielleicht gucken, was wir machen. Weil bei mir wird es vielleicht Winter, bis ein Pitbike kommt. Ja. Vielleicht bin ich ja bis dahin gnädig und du darfst ab und zu mal mit. Das wäre sehr nett. Der fahren. Ja, aber dann würde ich sagen, wir sehen uns bestimmt demnächst dann wieder. Auf jeden Fall. Auch für weitere Videos. Und wir bedanken uns dann fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen jetzt gerade zum Zusammenbauen habt oder selber irgendwelche Erfahrungen, dann schreibt es uns in die Kommentare. Weil wir haben jetzt unsere Erfahrungen damit gemacht. Als wäre dann Austausch ganz cool. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Yeah.